Der französische Fußballerstligist Girondins Bordeaux und Teamchef Ricardo Gomez gehen getrennte Wege. Die einvernehmliche Trennung gab der Club am Dienstagabend auf seiner Homepage bekannt. Wir bedanken uns für sein Engagement für den Club und für seine Professionalität, hieß es in einer Erklärung des sechsmaligen Meisters nach nur einem Sieg in den vergangenen sechs Spielen und dem Absturz auf Rang 13. Der Brasilianer hatte den Posten im September des vergangenen Jahres übernommen. Gomez fungierte als Teamchef, weil ihm die notwendige Trainerlizenz fehlte. Punkt. Der Franzose Eric Bedoué, der angesichts der fehlenden Lizenz von Gomez offiziell Trainer war, wird nun zumindest vorübergehend die Verantwortung übernehmen.